Ja, dann darf ich euch alle herzlich willkommen heißen. Mal wieder ein deutscher Community Call, Elrond Deutschland, Österreich, Schweiz, Freitagabend. Wir haben ja diese Woche einige Informationen für euch zur Verfügung gestellt. Das Thema für den heutigen Call ist der Maya Exchange. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, in den Tweets, die wir vorbereitet haben für euch, es sind ein paar deutsche Slides zu den verschiedenen Strategien, die von der Community, hauptsächlich auch von der Trader-Community vorbereitet wurden. Und der Plan für heute ist, einfach einen ganz lockeren Call mit euch zu machen. Jeder darf seine Fragen stellen. Wir können die Slides nochmal durchgehen. Und im Prinzip könnt ihr mal alles so loswerden, was euch auf dem Herzen liegt. Ich habe mir gedacht, wir fangen jetzt einfach mal mit der Balin-Strategie an. Das ist wahrscheinlich auch die leichteste. Also wer die verschiedenen Strategien schon gesehen hat, wird feststellen, die haben alle eine Namensgebung, die natürlich an Herr der Ringe anlehnt. So, die Balin-Strategie, eine Doppelstrategie. Also ich glaube, Zielsetzung für alle, um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, ich gehe davon aus, 99% von euch sind im aktiven Staking. Heißt, wir haben, als das Ganze gestartet wurde, wenn ihr euch erinnert, es gab die 12 Wochen der Snapshots. Und in diesen 12 Wochen sind natürlich die meisten Max für euch reserviert worden, wenn ihr im Staking wart. Ihr erinnert euch, es gab den Faktor 1 für einfach nur E-Gold halten. Es gab den Faktor 1,25 und den höchsten Faktor 1,5 für die gestakten E-Gold. Mit eurer Wallet-Adresse könnt ihr das nach wie vor auf Maya Exchange nachvollziehen, wie viele Max ihr dann auch bekommen werdet. Dazu aber auch gesagt, Max claimen 30 Tage Zeit. Heißt, wenn die Maya Exchange live geht, es wird sehr wahrscheinlich 12 bis 14 Tage bevor der Launch stattfindet, eine Ankündigung geben, damit jeder auch sein E-Gold unstaken kann. Es geht ja auch darum, dass jeder seine Liquidität zur Verfügung stellen kann und dadurch auch höhere Renditen generieren kann, als er es im Staking selbst hat. Und der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Wir erreichen in diesen Liquiditätspools und beim Farmen auch dreistellige Prozentsätze aufs Jahr gesehen. Also das Ganze macht schon Sinn, hier seine Liquidität auch zur Verfügung zu stellen und deshalb auch die Arbeit, dass wir hier die verschiedenen Strategien mal vorstellen. Liegt natürlich an jedem selbst, was er dann wie machen möchte. Grundsätzlich geht es darum, ihr habt ja grundsätzlich in Deutschland auch ein steuerliches Problem. Das Ganze wird jetzt dann auch reguliert werden. Wir haben es gerade vorhin auch schon kurz besprochen. Vielleicht kommt es ja auch mit den 10 Jahren Haltefrist auf Staking. Gibt auch verschiedene Meinungen. Ich habe auch von vielen Steuerberatern gehört. Rückwirkend kann das auch nicht so leicht umgesetzt werden. Das heißt, wer jetzt schon drin ist und es gibt noch keine Regelung dafür, dem kann man nicht sagen, alles, was du in den letzten 2 Jahren gestaked hast, musst du jetzt nachversteuern oder so. Da muss man sich wirklich mit seinem Steuerberater schlau machen. Mein aktueller Infostand ist, es gibt noch kein Gesetz. Da kann der Mick bestimmt dann auch vielleicht noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Wir wollen aber jetzt keine Steuerdiskussion, bitte. Ja? Aber nur ganz kurz, denkt dran, ihr müsst euch wirklich vorher schlau machen, was ihr hier tut. Aber seid darauf vorbereitet, dass ihr mit der Maya Exchange, wenn ihr Liquidität zur Verfügung stellt und ihr euch da, ja, sag ich mal, nicht zu viel Risiko auf euch nehmt, weil man kann natürlich auch sein Geld ein bisschen verlieren, das ist Krypto, dann kann man hier aber richtig gute Gewinne einfahren. Der aktuelle Stand für jeden, bevor die Maya Exchange live geht, heißt, ihr habt E-Gold und ihr habt Max über die Snapshots bekommen, weil ihr im Staking seid oder weil ihr E-Gold besitzt. Dann, wenn die Maya Exchange live geht, bekommt ihr Max zur Verfügung, heißt, ihr könnt diese claimen. Ist auch gedeckelt, gibt nur eine maximale Menge, die zur Verfügung steht. Geht alles an die Community, bis auf einen kleinen Prozentsatz, der in einen Fund läuft, um quasi Wartung, Service,
alles, was so in diesen Maintenance-Bereich mit reinfällt, fürs Protokoll eine kleine Rücklage zu bilden. Ansonsten ist alles an die Community ausgeschüttet. Und wir starten jetzt mal mit der Balin-Strategie, weil ich finde, es auch die einfachste ist, das Ganze Hand zu haben und auch für die meisten wahrscheinlich Sinn macht. Also, Doppelstrategie hat jeder schon gelesen. Generierung von LK Max, um den Tokendrucker zu füttern. Ja. Also man muss es wirklich so sagen, Tokendrucker, weil ihr könnt dadurch einfach mehr generieren. Der Sinn aller Strategien ist, dass ihr mehr Max und mehr E-Gold bekommt. Das heißt, kaufen von E-Gold mit Max, weil wir die ja durchs Farmen jeden Tag bekommen. Ähnlich wie die Rewards, die über unseren Delegation Smart Contract an jeden ausbezahlt werden. Es werden dann insgesamt drei Pools verwendet, und zwar E-Gold Max, E-Gold BUSD und eben Max Max. Und ein Teil davon wird zur Erzeugung von den LK Max und ein anderer zur Erzeugung von Max eingesetzt. Es ist einfacher zu verstehen, wenn wir uns hier die Grafik dazu anschauen. Nochmal ganz kurz auch ein Dankeschön an den Stefan, der hat es auch in seinem YouTube-Video, also Kryptoeule auf YouTube, immer schön reinschauen. Hat immer interessante Infos auch von Elrond mit aufgegriffen und viele andere Projekte auch. Danke hier nochmal, Stefan, du hast es schon gemacht diese Woche. Wir gehen es jetzt nochmal durch. Die verschiedenen Pools, die es gibt, also die drei, die wir schon genannt haben, wir teilen quasi unser Kapital auf. Ja? 60% und 40% in dieser Balin-Strategie, um LK Max und normale Max zu produzieren in den Farmen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie euer aktueller Wissensstand ist. Ich empfehle aber jedem, diese verschiedenen Strategien auf dem DevNet zu testen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ich sage mal, auf jeden Fall noch 2 Wochen zu testen. Das DevNet ist für jeden verfügbar. Ihr macht euch ganz simpel und einfach eine Wallet. Ihr könnt über die Wallet selbst auf dem DevNet euch Token zur Verfügung stellen lassen. Es bekommt, glaube ich, jeder 10 E-Gold zugeschickt über dieses Forset, das da verfügbar ist. Ansonsten kann jeder auch fragen und wir können Test E-Gold zur Verfügung stellen und dann könnt ihr damit rumspielen. Das heißt, ihr könnt euch alle eure Farmen erstellen, nur Liquidität einfach zur Verfügung stellen. Es ist wirklich super, super einfach. Ich habe es heute früh auch nochmal alle Varianten durchgespielt. Es geht ratzfatz. Also alle von euch, die vielleicht Uniswap, PancakeSwap und so weiter und so fort kennen, nicht nur aufgrund der hohen Gebühren, sondern eben auch die Komplexität, die in diesem DeFi-Bereich mit drin ist. Man muss es schon verstehen. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, mit Spielgeld zu testen. Also tut es, bevor ihr später irgendwo drin hängt und keine Ahnung habt, wo ihr hinklickt, was ihr machen sollt, damit das Ganze für euch auch am Tagesende ein bisschen mehr Token generiert. So, wenn wir das gemacht haben, die Aufteilung 60-40, dann läuft das. Ja? Also das hört nicht auf. Da gibt es im Prinzip nichts mehr für euch zu tun. Es wird relativ einfach sein, wenn ihr es mal aufgesetzt habt, weil es nichts anderes ist, als eure Token mehr oder weniger ins Staking zu geben. Die E-Gold-Kaufkapazität wird im Laufe der Zeit dank der Reinvestition von 60% der Rewards, die ihr bekommt, in den Max-Pool selbst wachsen. Und das sind quasi jetzt auch die Aufgaben, die ihr durchspielen sollt. Hallo und herzlich willkommen an den nächsten, der uns hier noch mit begleitet. Ich glaube, den Namen kenne ich. Spielt einfach durch. Ja? Also Setup für 10 E-Gold, das ist das, was ihr automatisch bekommt, wenn ihr euch die DevNet Wallet erstellt. Die 10 E-Gold könnt ihr anfordern. Macht es. 2 plus 2 E-Gold für den E-Gold Max Pool. Noch jemand. Und Aufgabe Nummer 2, 2 plus 2 E-Gold für den E-Gold BUSD Pool und dann bleiben auch euch noch 2 E-Gold für den Max Pool übrig. Wenn ihr das Ganze durchgespielt habt, setzt ihr den Pool auf. Geht ganz leicht, swappen 2 E-Gold zu Max. Dann erstellt ihr
LPs mit den Macs, die ihr gerade geswappt habt. Das wird auch ganz genau angezeigt. Wir können es auch dann nochmal durchklicken. Ich logge mich jetzt dann auch gleich in meine DevNet Wallet ein. Ihr habt zwar hier einen Screenshot noch mit drin, aber wir können es auch gerne nochmal live machen, wenn uns am Schluss die Zeit reicht. Und dann können wir die verschiedenen Dinge nochmal testen. Aber bitte tut euch selbst den Gefallen, spielt es durch, nehmt euch eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit, jetzt am Wochenende oder nächste Woche. Probiert es einfach aus. Wenn ihr irgendwo hängt, ihr wisst, wo ihr uns findet. Ja? Fragt einfach im Chat, wir sind immer zur Verfügung und können das Ganze dann auch nochmal klären, wenn es irgendwo Rückfragen gibt. So, angenommen, es gibt 18 Liquiditätspools. Wir setzen, wie die Strategie anfangs schon sagt, 60% ins Farming, um LK-Max zu generieren und die anderen 40% in eine Farm für Max. Ja? Wir wollen ja weitere Max generieren. Zur Aufgabe 1, hier haben wir ja 2 plus 2 E-Gold genommen, 60% von den 18 LP EGLD Max entspricht 10,8, seht ihr auch hier. Die setzt ihr ins E-Gold Max Farming ein. Und dann gibt es die coole Variante, doppelt verdienen, indem ihr einen Lock draufsetzt. Das heißt, ihr könnt natürlich durch den Lock nicht mehr drauf zugreifen. Es ist ein fester Zeitrahmen. So lange ist eure Liquidität, euer Kapital dann auch gebunden. Die anderen 40% der 18 LP E-Gold Max sind dann die 7,2. Die gehen ins normale Max Farming und da wird nicht der Lock ausgewählt. Also Aufteilung eures Kapitals in 60-40 für die LP E-Gold Max. Einmal 10,8, einmal 7,2. Die 10,8 verdienen die doppelten APR, die 7,2 die Standard-APR. Das Ganze sieht dann so aus. Ups, Entschuldigung. Hier waren wir. Bei der Aufgabe 1 seht ihr dann diese Übersicht. Ihr habt die Locked Max, E-Gold Max LP Staked 10,8 und die einfachen 7,18 mal 7,2. Das ist quasi aus den 20 raus. Und gerade vorhin habe ich im Chat auch gelesen, ja, wie komme ich denn dann wieder zurück? Wie kann ich dann unstaken und so weiter und so fort? Man sieht es ja hier auch schon in dem Screenshot. Beim Farmen muss man eben auch harvesten. Ja? Also ihr könnt von mir aus Heyday spielen und auch eure Farm aufbauen. Harvest heißt, ihr erntet eure Rewards. Klingeling, noch einer. Und der ist weg. So, gibt es dazu schon Fragen? Wenn nicht, machen wir gleich mit der nächsten Aufgabe weiter. Ganz kurz, Wolfgang. Nur ganz kurz. Ja. Generell, da du ja in diesem Deutschland ja diese ganze Sache in sehr genau aufpassen musst, um die Steuern. Habe ich generell die Frage zu diesen Locked Max, die ja für ein Jahr gelockt sind. Gibt es eine Möglichkeit, weil da wird nachher auch so eine Möglichkeit vorgestellt bei diesen ganzen Strategien, auch 24 Monate oder sowas zu locken oder keine Ahnung. Es hätte für mich, also für uns hier in Deutschland, einen enormen Vorteil, wenn man es irgendwie schafft, über die Decks ständig gelockte Max zu haben, weil dann sind sie ja, verfüge ich ja noch nicht drauf und könnte so ein bisschen die Steuer schieben, falls du verstehst, was ich meine. Ich verstehe dich schon. Du hast nur ein Problem, und zwar, du gibst es einmal in Staking, sage ich jetzt mal, oder in den Liquiditätspool, und dann, selbst wenn die Zeit abgelaufen ist, der Lock, dann reagierst du wieder. Und dann ist es in deinem Verfügungsrahmen. Und dann kann dir der Mick genau erklären, was steuerlich auf dich zukommt. Ja. Also du verfügst darüber. Und das ist, glaube ich, der steuerlich relevante Teil, den du beachten musst. Okay, also dieses eine Jahr ist man so quasi safe, wenn man lockt. Und danach müsste ich neu entscheiden, ob ich sie wieder lock für ein Jahr. Aber da verfüge ich. Und in dem Fall wäre ich auch direkt steuerpflichtig, ja?
Naja, ja. Um es mal ganz kurz mal zu machen, also man muss es mit einem eigenen Steuerberater abklären. Das heißt, in dem Moment, ob diese gelockten Coins, in dem Moment hast du keine wirtschaftliche Verfügungsmacht darüber. Und das beinhaltet aber das Zuflussprinzip. Das muss aber direkt mit dem Steuerberater abgeklärt werden. Nach meiner Auffassung her ist es so, dass diese Coins in dem Moment erst in Zufluss kommen, wenn der Lock aufgehoben ist. Hast einen Vor- und einen Nachteil. Der Vorteil ist, du musst nicht sofort 40% oder wie hoch halt eben deine Steuer ist, auscashen. Der Nachteil ist, dass wahrscheinlich in einem Jahr der Max-Preis wesentlich höher ist wie jetzt und du dementsprechend auch natürlich eine andere Steuerlast am Ende zu tragen hast. Und du müsstest natürlich nach einem Jahr hingehen und deine Max rausnehmen, 40%, und dann dementsprechend deine Steuer dann zurücklegen oder wie du das halt machst. Aber das bitte mit dem Steuerberater abklären. Es ist meine Auffassung, ich bin aber kein Steuerberater. Also ich glaube, man darf nicht vergessen, dass wir hier wirklich in einer sehr, sehr guten Position sind, dass wir für das Kapital, das investiert ist, eine sehr, sehr hohe Rendite, 10% oder ein bisschen mehr aktuell im Staking, jeder verdient. Plus on top hat man die Wertsteigerung des E-Gold-Tokens noch dazu. Und jetzt kommt der Maya Exchange und jeder, der bei E-Gold investiert ist, bekommt diese Max auch noch zugeteilt. Wenn jetzt noch eine Frage kommt, meine persönliche Einschätzung, der Wert von Max wird ungefähr ein Hundertstel sein von einem E-Gold. Meine persönliche Einschätzung jetzt für den Start. Und dann muss man aber eben auch schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ein kleiner Downside noch für alle. Denkt dran, es ist ein dezentralisierter Exchange. Das heißt, jeder kann dort Liquiditätspools erstellen. Ja, es sind zwar alles ESDTs, aber jeder kann seinen Token erstellen, jeder kann seinen Smart Contract erstellen, jeder kann einen Liquiditätspool erstellen. Und vielleicht haben Sie manche mitbekommen, es gab vor ein paar Tagen auch auf der Solana Chain mal wieder einen Rugpull und gerade vorhin habe ich auch gelesen, einige Node-Betreiber auf Solana haben wegen einem Update, glaube ich, so habe ich gelesen, jetzt auch wieder Probleme und Blockchain steht mal wieder. Ja, das sind alles so Dinge. Klar, die Blockchain wird bei uns nicht stehen bleiben. Das ist bei Aero natürlich was ganz was anderes. Aber wir werden ein extremes Wachstum hinlegen. Dieses Wachstum wird uns extrem hohe Wertsteigerungen bringen, aber es birgt natürlich auch sein Risiko, weil es gibt da draußen wirklich, wir nennen sie DeFi-Sharks, das sind wirklich Haie. Ja? Die machen, seit es Uniswap, PancakeSwap und so weiter gibt, nichts anderes als das. Die kommen mit extrem viel Kapital, die machen ihre eigenen Pools und dann kommt der kleine Newbie mit seinen 2-3 E-Gold und puff. Kann jedem passieren. Deshalb, ihr müsst schon auch ein bisschen aufpassen, was ihr da tut, in welchen Pool das ihr reingeht. Es wird auch eine gewisse Validierung geben. Also es wird nicht alles automatisch gelistet. Ich weiß noch nicht genau, wie das aussieht. Es wird aber schon eine gewisse Überwachung am Anfang stattfinden. Zumindest kann man es dahingehend überwachen, dass vielleicht nicht alle Pools von Drittanbietern in der Maya-App zum Beispiel erscheinen, sondern wirklich nur die verifizierten, was natürlich dann auf der dezentralen Exchange abläuft. Das ist wieder ein anderes Thema. Da kann jeder drauf, da kann jeder machen, was er will. Ja? Und deswegen haben wir ja jetzt auch das Chaos-Testing. Chaos-Testing heißt, es ist offen für alle, es ist auf dem DevNet, jeder kann spielen, jeder darf es kaputt machen. Bis jetzt hat es noch keiner geschafft. Hatten wir ja damals auch bei Battle of Nodes, als das ganze Staking noch nicht angefangen hat, ist schon eine ganze Weile her. Jetzt kommt Battle of Yields. Yields, weil Yield Farming und jetzt eben auf dem DevNet das Chaos Testing, wo wirklich jeder E-Gold zur Verfügung bekommt, jeder darf machen, was er will. So, zurück zum Pool. Wir haben die Aufgabe 1 abgeschlossen. In der Aufgabe 2 geht es dann um BUSD, einen Stablecoin.
Ähnlich wie Aufgabe 1, 60% ins Farming, um wieder LK Max zu generieren, die anderen 40 in eine Farm für normale Max. Das Ganze auch wieder mit Screenshot, 60% von diesem Pool machen wir E-Gold BUSD, das sind 1,35 LPs, und setzen die ins E-Gold BUSD Farming ein und wählen die Checkbox mit gesperrten Belohnungen doppelt verdienen an. Also eben wie auch bei Aufgabe 1, 60% machen wir wieder den Lock, die anderen 40% machen wir ohne Lock, um wieder mehr Rewards zu generieren. Wenn der Prozess fertig ist, schaut es genauso aus wie bei Aufgabe 1. Es wird euch angezeigt, Locked Max Earned und normale Max Earned mit hier der Aufteilung 60-40. Und nochmal für den einen oder die zwei, die noch dazugekommen sind, Unstaken, wie ihr es aus der Wallet kennt, funktioniert hier quasi. Rewards Claimen entspricht im Prinzip Harvest und Unstaken entspricht Withdraw. Ob es eine deutsche Übersetzung der Maya Exchange gibt, stehen wir natürlich zur Verfügung. Weiß ich nicht, ob das gewollt ist, ob es Sinn macht. Im Normalfall läuft alles auf Englisch ab. Aber ihr habt ja den Channel, wo ihr natürlich fragen könnt, wenn ihr irgendwo hängen bleibt. So, die Aufgabe 3, Max Staken. Und das ist, glaube ich, der schönste Teil. Ihr könnt mit dem, was ihr geschenkt bekommen habt, jetzt noch mehr Geld verdienen. Also, wir swappen 2 E-Gold zu Max. Ihr müsst natürlich schon ein bisschen eure Strategien anpassen, ja, weil in all diesen Strategien wird davon ausgegangen, dass ihr nur E-Gold habt und keine Max. Aber ihr habt ja alle durch die Snapshots, die 12 Wochen lang stattgefunden haben, richtig viel Max bekommen. Das heißt, ihr könnt eure Zahlen anpassen, dass ihr auf diese 60-40 Beispiele kommt, wenn ihr diese Balin-Strategie fahren wollt. Ansonsten einfach nochmal in die Slides reingehen, steht alles zur Verfügung, ist öffentlich zugänglich. Also, wir haben hier die Aufgabe 3, Max Staken. Wir swappen E-Gold zu Max, damit wir beim aktuellen Preis 1654 Max erhalten. Dann machen wir wieder die Aufteilung. 60% Staken Max mit den gesperrten Belohnungen doppelt verdienen. 40% wieder ganz normal. Und dann sieht es aus, wie auch bei Aufgabe 1 und Aufgabe 2, wieder Locked Max Earned und normale Max Earned, die Aufteilung 60-40. Alle drei Aufgaben schauen im Prinzip gleich aus, dienen euch dazu, mehr E-Gold zu generieren und mehr Max-Token zu generieren. Einmal eingerichtet, laufen lassen. Ihr könnt natürlich auch reinvestieren und ihr könnt natürlich auch, wenn euch die Steuer in Deutschland egal ist, eure Rewards rausziehen und verkaufen. Wichtig, die Proportionen mit den verdienten LK Max beim Reinvestieren einzuhalten. Die 60-40, das hat schon einen Sinn gemacht. Ja? Es bleiben dann ein bisschen Max übrig aus den drei Pools. Und die kannst du quasi nach dem Farmen in der Wallet auch für einen Swap zu E-Gold wieder umwandeln und die verfügbaren E-Gold dann auch wieder ins Staking geben. Ja, also laut diesem Strategiebeispiel bleiben euch dann durchs Farmen aufgrund der APR-Prozente ein paar Max übrig und die könnt ihr dann swappen, um wieder E-Gold zu bekommen. So. Das war die Balin-Strategie. Kommen wir zur Bombur-Strategie. Die ist ganz kurz, auch simpel. Da geht es hauptsächlich darum, sehr, sehr viele Max zu bekommen. Auch ausgelegt auf 24 Monate. Wir sind ja hier alle Long-Term. Nach diesem Zeitraum sollten die Max-Positionen groß genug sein, um täglich ein gutes passives Einkommen zu erzielen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das hängt ja immer davon ab, was ich vorher hatte. Aber jeder von euch hat die Max umsonst bekommen, weil ihr alle im Staking seid. Von dem her, wir können schon davon ausgehen, dass eine gewisse Wertigkeit hinter Max sein wird. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten
Wochen noch vor dem Launch der Maya Exchange ein paar Beispiele bringen, welche Wachstumsziele hier verfolgt werden. Vielleicht kann jemand mal nebenbei kurz schauen, was wir gerade für eine Marktkapitalisierung von eGold haben. Und dann können wir uns darüber auch unterhalten. Ähnlich wie, wie mit den Rewards, die ihr durch Staking bekommt, hier Tageseinnahmen können dann wieder reinvestiert werden. Also ihr könnt euch dann natürlich auch auf dem Maya Exchange von den Launchpad-Projekten zum Beispiel Token kaufen. Launchpad-Projekte sind die Projekte, die wirklich eng mit Elrond zusammenarbeiten. Die ersten 3, wenn nicht sogar 4, stehen auch schon fest, werden auch in den nächsten Wochen stattfinden. Ein Launchpad-Projekt wird, also das Maya Launchpad, wird ein Projekt featuren, circa 4 Wochen, bis dann das zweite, dritte, vierte Launchpad-Projekt kommt. Trotzdem kann natürlich jeder sein Projekt auf der Elrond-Blockchain starten. Wenn jemand Ideen hat, mich bitte kontaktieren, können wir natürlich unterstützen, so wie wir es jetzt auch beim Launchpad-Projekt 1 machen. So, die Einnahmen, die ihr generiert, ja, werden Sie vermutlich keine eGold kaufen, weil der Preis bereits hoch sein wird, aber Sie können an vielen anderen neuen Projekten teilnehmen, die im Elrond-Ökosystem herauskommen werden. Wir kennen ja alle den Spruch, my eGold is not for sale. Heute haben wir Tickets gekauft für Untold, für euch. Also nehmt alle teil am Gewinnspiel. Also nicht Gewinnspiel, Contest. Es ist eine Kampagne, NFTs, nochmal die Erinnerung. Habt ein paar Tage Zeit, ein paar NFTs zu machen. Und dann gibt es eine Competition weltweit mit allen und gibt ein normales Ticket für 4 Tage zu gewinnen und auch ein VIP-Ticket. VIP-Ticket wird natürlich super spannend, weil ihr habt die ganze Liste gesehen, welche DJs dort vor Ort sind. Dann kann man mal hautnah mit David Guetta sprechen. So, die Bombo-Strategie. Maximierung der Max-Produktion. Falls euch die Max nicht ausreichen, die ihr in den Snapshots erhalten habt, oder ihr einfach so extrem viel E-Gold habt, dass es euch proportional nicht ausgeht mit den Prozenten, dann könnt ihr natürlich auch die Strategien mischen. Ja? Also wenn ihr euch die Strategien alle angeschaut habt, die erste jetzt, die Balin-Strategie, ist ausgelegt auf 60-40. Solltet ihr einfach viel mehr E-Gold haben, dass ihr sagt, okay, ich komme jetzt nicht, dass ich will so und so viel E-Gold als Liquidität zur Verfügung stellen, habe aber durch die Snapshots nicht genügend Max bekommen, dann könnt ihr eine Zeit lang die Bombo-Strategie fahren, um eben viele Max zu generieren, damit ihr dann wechseln könnt auf die Balin-Strategie beispielsweise. Das Ganze sieht so aus. Kontinuierlicher Anstieg des LKMAX-Anteils und somit wachsende kostenfreie LKMAX-Produktion. Ihr macht einfach den Pool eGold LKMAX und produziert weitere LKMAX und die LKMAX, die produziert werden, könnt ihr wieder normale MAX zurückswappen und damit reinvestieren. Ja, die Laufzeiten der LKMAX, wie viele LKMAX dann zu MAX werden, muss man sehen, wie viel das dann wird. Man kann es jetzt schon testen, beziehungsweise ich rate jedem, das mit seinen eigenen Zahlen einfach mal durchzukalkulieren. So, nach Laufzeit 24 Monaten, weil es gibt ja auch einen Lock, ihr werdet extrem viel Max bekommen mit dieser Bombo-Strategie. Viele fragen mich immer, ja, ist Max zu sehen wie der Binance-Coin? Ja, nur er hat eine Utility oder eine viel bessere als der Binance Coin und jeder kennt den Preis von BNB. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, je nachdem wie sich die Marktzyklen denn so verhalten und die Weltpolitik, wie es mit den Regulierungen weitergeht, aber von der Wertigkeit her glaube ich schon, dass wir das sehr, sehr bald erreichen werden. Sowohl mit eGold als natürlich auch mit Max. Und auch die Launchpad-Projekte, um jetzt hier nicht zu viel ins Trader-Geschmafel reinzukommen, aber wir haben sehr, sehr hohe Erwartungen und bisher ist auch immer alles von den Jungs erfüllt worden. So, nach der Bombo-Strategie, schauen wir, ob noch jemand in der Warteschleife ist. Nein,
machen wir die Dori. Die Dori ist ein kleines bisschen komplizierter. Die Zielsetzung hier ist die Vermehrung des Poolvermögens mit wöchentlichem Wachstum. Setzt natürlich schon auch wieder voraus, dass ihr auch alle ein bisschen dahinter seid. Investment in neue Pools und Launchpad-Projekte. Das heißt wirklich der aktive Investor, der täglich reinschaut, was läuft denn bei uns hier so ab? Welche Projekte kommen? Was ist interessant? Welches Projekt interessiert mich? Hat hier einfach die beste Möglichkeit, mit dieser Strategie darauf abzuzielen, sein Portfolio zu diversifizieren. Zins ist Zins. Ein super schönes deutsches Wort. Jeder von uns steht drauf. Genau dahin wollen wir. Zins ist Zins generieren, Rewards redelegieren oder eben in dieser Strategie die LK Max Pools wachsen zu lassen. Auch wieder eine ganz einfache Variante. Wir beginnen mit einem Pool E-Gold Max. 25% der Einkünfte sollen zum Wachstum des LK Max Anteils verwendet werden. 75% der Einnahmen eines Pools fließen in den Zinseszins des Pools selbst. Also, wir konfigurieren den LK Max Pool so, dass 50% fürs Wachstum des LK Max Anteils selbst und 50% für Max, also die normalen, nicht die LK Max, sondern die normalen Max, zur Schaffung anderer Pools bestimmt sind. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen, wie wir in der Zeit sind. Passt. Also, hier auch nochmal bildlich ein bisschen dargestellt. Wir kaufen E-Gold mit Max und schaffen neue LPs. E-Gold LK Max. 50% produzierte Max, 25% LK Max aus diesem Pool. 25% setzen wir in den Pool LK Max. 50% der generierten Max werden dann in den nächsten Pool wieder reinvestiert. So habe ich ein kontinuierliches Wachstum des LK Max Anteils. Und die LK Max kann ich dann natürlich bei Bedarf auch wieder Harvest oder Withdraw reinvestieren, swappen. So, der typische Aufbau des Pools, hier das Beispiel mit E-Gold Max. Wir generieren Max und wir generieren LK Max. Wir nutzen 50% als Reinvestment in den eigenen Pool und 25% der LK Max ebenso. Und wir setzen 25% ins Staking, also in die Max Farm. Und dann haben wir natürlich die Variante, dass wir den Teil, den wir brauchen für neue LPs, immer wieder in E-Gold konvertieren können, sowohl die Max als auch die LK Max, um wieder an neuen Liquiditätspools teilzunehmen. Sieht dann hier ein bisschen umfangreicher aus. Interessant wahrscheinlich für die meisten hier, wenn wir uns die APR anschauen. In diesem Beispiel, so wie ihr es aktuell durchspielen könnt auf dem DevNet, sind wir bei 261%. Kann natürlich hier extrem hoch gehen. Also es ist dann nicht mehr gesund. Ja? Das ist immer, ihr müsst aufpassen, wie ist die Liquidität aufgeteilt? Ist es ausgeglichen? Oder pusht jemand extrem viel Liquidität rein oder zieht extrem viel Liquidität raus? Wenn solche Pools natürlich unausgeglichen werden, dann ändern sich auch solche APR-Zahlen. Da müsst ihr halt ein bisschen dahinter sein. Es gibt sehr, sehr viel mehr Rendite als im normalen Staking. Ihr müsst allerdings auch ein bisschen mehr dahinter sein. So, Strategie beibehalten. Wichtig, verdiente LK Max immer die Proportionen einhalten und beim Reinvestieren eben in die LK Max und Max Belohnungen. Die freigesetzten Max, die auch hier erhalten werden, sind fürs Wachstum des Pools bestimmt, den wir im Aufbau haben. Und da kann man sich eben dann auch wieder den Plan machen, 4 Wochen lang baue ich den Pool aus, 4 Wochen lang baue ich den anderen Pool aus, damit wir hier ein Wachstum generieren können. Also, wie ernten wir und wie reinvestieren wir? Steht hier auch nochmal auf der Slide 8. Jetzt hoffe ich nur, dass uns die Zeit reicht, nicht, dass wir rausgekickt werden. Wir haben ja auch noch eine... Ah, danke, Rado, Marktkapitalisierung, 2,2 Milliarden Euro. Bei E-Gold aktuell. Wir schauen uns jetzt noch die Gollum an und am Schluss schaffen wir bestimmt auch noch die Torin. Ansonsten machen wir gerne auch noch eine zweite Session.
Zielsetzung auch hier, möglichst viele eGold LK Max LP Token. Beim Erreichen des Ziels 150% effektiver Jahreszins. X15 von dem, was wir im Staking haben. Zumindest X10. Sind gut über 10% aktuell. Aber 150%. Ja, kann man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Passives Einkommen generieren für weitere Käufe je nach Marktlage. Also ich sage das jedem, der mich fragt. Wir haben jetzt immer noch einen Bullrun. Der hat gestartet. Wir haben eine Seitwärtsbewegung seit einigen Wochen. Und die Leute laden Vollgas auf. Deshalb, das Ganze hat auch ein gewisses Timing. Es ist nicht so, dass Elrond nicht fertig wird mit den Entwicklungen. Im Gegenteil, die Partner sind hinterher. Warum ist Launchpad 1 nicht gestartet? Elrond ist fertig, Launchpad Projekt 1 nicht. Warum hat man Launchpad Projekt 2 nicht vorgezogen? Launchpad Projekt 2 ist noch nicht fertig. Also, die Jungs von Elrond sind fertig, es ist alles geliefert, die Maya Exchange, die steht, Chaos Testing findet statt. Das Ganze braucht halt einfach ein bisschen Zeit. Und ich glaube, dass uns auch die Marktkonditionen hier durch den aktuellen Zyklus sehr, sehr gut reinspielen. Heißt, der September und der Oktober werden wir ein extremes Wachstum sehen. Es wird extrem viel noch in der Mission 10 passieren, die ja mehr als 10 Tage dauert. Ich sage immer, das ist Level Up von Hypergrowth 100, den wir Anfang des Jahres hatten. Da geht es jetzt nochmal ein Stückchen extremer weiter. So, die Gollum-Strategie ist im Prinzip simpel, ist eine andere Aufteilung der Prozente. Wir produzieren Max und wir produzieren LK Max. Wir swappen die Max für E-Gold, die wir entweder in Staken geben können, wenn wir weniger Risiko haben wollen. Und wir fügen die produzierten LK Max in neue Liquiditätspools mit dazu, um nochmal die Rendite zu erhöhen. So, die tatsächliche APY. Unterscheiden. APR, APY. Dank des Zinseszins sind wirklich reale APIs von 1000% möglich. Ermöglicht es mit 100 LPs zu beginnen und 400 LPs zu erreichen, bis der effektive Jahreszins die 150% Schwelle erreicht. Dazu gibt es eine Version 2 dieser Strategie. 6 Monate lang Max sparen. Ja, ist gar nicht so abwegig, weil erstens mal, jeder von euch hat Max geschenkt bekommen. Mit den Snapshots in den 12 Wochen sogar extrem viel. Seit April hat sowieso keiner Zugriff drauf. Jeder von euch steht finanziell wahrscheinlich gut da, weil er sowieso E-Gold hat. Also, warum soll ich nicht weitere 6 Monate meine Max in einen Pool geben, um diese 150% APR zu erreichen? Finde ich keine schlechte Variante. Weil was willst du denn mit dem Geld in der Zeit? Stell deine Liquidität zur Verfügung und mach noch mehr draus. Und wenn du genügend generiert hast in dieser Zeit, in diesen 6 Monaten, dann sind wir Anfang 2022. Du hast verdammt viel Token generiert, eine richtig schöne Rendite bekommen und kannst dich dann im Bärenmarkt nächstes Jahr, wenn er denn kommt, zurücklehnen und entspannen, weil du hast im Bullenmarkt alles richtig gemacht. So, die täglichen LKMAX-Einkünfte werden ins LKMAX-Staking gegeben und generieren weitere LKMAX. Diese reinvestieren wir täglich in den gesperrten LKMAX-Stake. Am Ende der 6 Monate fällt das Ganze dann unter die 150%, kann auch eher passieren, kann auch später passieren. Aufrechterhaltung der Produktion des LKMAX und E-Gold-Max-Pools, um den LKMAX-Stake auf der Plattform auf unbestimmte Zeit weiter zu füttern. So, wir konfigurieren den LKMAX-Stake so um, dass er 100% ungesperrte Max erzeugt. 100% ungesperrt heißt, wenn ihr diese Strategie durchfahren habt, nach den 6 Monaten habt ihr die 100% unlocked. Heißt, ihr produziert zwar weniger im LK Max Stake, aber ihr habt immer die volle Verfügbarkeit darauf. Weniger Prozent, dafür immer liquide. Ihr legt euch nur für 6 Monate fest in dieser Strategie. So,
Fazit aus dieser Strategie: konstantes Wachstum für den Max Stake. Sehr großer E-Gold Max Pool, eine riesige Rendite. Der Max-Anteil steigt von Tag zu Tag und unsere ungesperrte Max-Produktion wächst weiterhin kontinuierlich. Wenn wir zu viel haben von den Max, können wir sie natürlich immer swappen. Ja, also das immer im Hinterkopf behalten. Wir haben ein kontinuierliches passives Einkommen und können das natürlich auch beliebig reinvestieren. Es wird, wenn der Maya Exchange und das Maya Launchpad anläuft, regelmäßig Projekte geben, in die ihr dann investieren könnt. Auch mit dem Gelockten? Wie der Name schon sagt, nein. Okay. Die sind ja gelockt. Und bleibt das bei den 12 Monaten oder wird es 6 Monate und 24 Monate auch geben, so wie ich das? Das hängt vom Pool ab. Okay. Das hängt vom Pool ab, steht aber immer mit dabei. Okay. Torin-Strategie. So. Ein Max-Token-Drucker, der zu bestimmten Marktzeiten genutzt werden kann, um E-Gold zu kaufen. Wenn jemand noch nicht zufrieden ist mit seinem Stake von E-Gold, dann sollte er diese Strategie fahren, weil wir packen die E-Gold in die langfristige Hodeltasche und staken das Ganze. Im Prinzip ähnlich, wie wir es jetzt schon machen. Also, wir maximieren die Max-Produktion. Habt ihr jetzt mehrfach gesehen, auch in den anderen Strategien, das ist immer wieder das Gleiche. Schaut auf die Links, ihr kriegt alles im Chat, ihr habt alle Zugriff auf diese Slides, könnt euch das alles im Detail nochmal anschauen. Was tun während dem Warten? Ist ja im Prinzip jetzt genauso. Ihr habt euer E-Gold im Staking, was macht ihr in der Zwischenzeit? Die meisten von euch wahrscheinlich noch arbeiten. So, wir setzen E-Gold-Kaufziele. Weil, wenn E-Gold-Max-Verhältnis günstig für uns ist und wir haben das zur Verfügung, warum sollen wir nicht mehr kaufen? Ja? Das heißt, jeder von uns ist gewohnt, der Preis geht täglich 10-20% rauf und runter. Warum sollen wir diese Dips nicht mitnehmen? Wenn eine schlechte Phase kommt, und die kann immer mal kommen, haben wir genügend zur Verfügung, weil wir uns durch diese Pools entsprechend viel generieren. Das heißt, wir swappen einfach das, was wir verdient haben, und kaufen uns wieder E-Gold mit dazu, die wir dann auch wieder in Staking geben können oder in weitere Liquiditätspools. Solche Marktphasen können 2 oder 3 Mal im Jahr sein. Und das Ziel ist immer, dass wir unser Bag vergrößern. Umwandlungszone. Max in E-Gold umwandeln. Die Max aus dem Staking rausnehmen über Withdraw. Und dann einen Swap zu E-Gold durchführen. Langfristige Anlage der E-Gold, entweder mit der Maya-App oder mit der Web-Wallet bei einem Staking-Provider eurer Wahl. Und solange wir uns eben in dieser Phase befinden, nutzen wir die tägliche Max-Produktion, um weitere E-Gold zu akkumulieren und zu staken. Damit ist auch der E-Gold-Drucker voll ausgelastet. Ja? Das ist wirklich die... Sorry, bin ich erst so weit gekommen. Das ist wirklich die Variante, die am wenigsten Risiko mit sich bringt und euch auch am meisten E-Gold für den weiteren Verlauf zur Verfügung stellt. Das Verhältnis fällt aufgrund des Marktes und wir sind nicht mehr in diesem Bereich. So, da müssen wir natürlich auch was tun. Und zwar Kaufkraft an Max gegenüber E-Gold verliert. Dann kehren wir in den Sparmodus zurück und setzen den Max-Token, den wir haben, oder die Max-Token, die wir haben, in Staking, um auf bessere Marktbedingungen zu warten. Das heißt, jeder von euch ist eben aktuell, gehe ich davon aus, in dieser komfortablen Position, dass er einen schönen E-Gold-Stake hat. Die meisten Namen, die ich gelesen habe, sind schon lange, lange dabei. Und ihr alle seid im Staking und ihr alle habt sehr, sehr viele Max bekommen. Heißt für euch, ihr habt sowieso keinen Druck. Null. Ihr könnt die schlechten Marktbedingungen aussitzen. Ihr generiert einfach weitere Token und wenn der Markt es zulässt oder wie auch immer ihr euch das vorstellt, welche Strategie ihr fahrt, könnt ihr eure Token swappen, reinvestieren, auscashen, staken, wie ihr wünscht. Auch bei Torin gibt es noch eine kleine Abwandlung, eine V2.
Das sind jetzt die letzten zwei Seiten und dann müssen wir wirklich mal ein paar Fragen beantworten. Wir haben hier mit der Wallet, mit der wir connected sind, den kompletten Überblick. Ja? Das heißt, ihr könnt direkt in eure Wallet einloggen. Die bekommt natürlich auch vom User Interface ein kleines Update, weil dann die ganzen ESDT-Token noch mit dazukommen, damit ihr auch dort alles seht. Das ist nicht nur auf der Maya Exchange so. Wenn ihr auf der Maya Exchange verbunden seid mit eurer Wallet oder mit Maya Connect, dann seht ihr hier komplett die Balances, was so läuft. Das heißt, ich habe hier meine BUSD, ich habe hier meine MAX, ich habe in der Liquidity meine eGold MAX LPs und ich habe noch eine eGold BUSD Farm. So, das Ganze kann ich mir natürlich auch auf dem Explorer anschauen. Können wir mal testen. Das ist die Adresse. Und das, oh, ich arbeite schon wieder 9 Stunden heute. Haben wir hier, vor 9 Stunden habe ich quasi angefangen. Jetzt ist das Interessante allerdings für euch. Und mich freut es immer wieder, wenn ich das jemandem erklären kann, wenn wir hier swappen. Also ich habe jetzt, soweit ich das richtig gesehen habe, richtig, ich habe jetzt kein eGold mehr zur Verfügung. Aber wenn ihr hier in den Swap geht und ihr werdet es feststellen, ich kann ja mal meine BUSD swappen, einfach mal 100 zu eGold, dann habe ich hier auch das Slippage, das ich einstellen kann, 0,1, 0,5 und 1%. Also das Höchste ist auch quasi das Teuerste, das ist die Preisvariable, dieser Prozentsatz. Aber diese 100 BUSD swappe ich jetzt zu eGold. Also 0,76. Und hier steht es schon mit dabei. Allein dieser Swap generiert auf der Elrond Blockchain 2 Transaktionen. Ich klicke auf Continue. Ihr seht jetzt auch hier in der DevNet Wallet schon das neue User Interface. Das heißt, was ihr kennt, ist Staking, Delegate, die Legacy und eben Validate. Dann Tokens und NFTs erstellen geht auch. Könnt ihr auch auf dem DevNet schon testen. Über das Foreset links könnt ihr die 10 Test-E-Gold anfordern. Ihr seht alle generierten Tokens und dann gibt es auch noch diese Sign-Message. Ist doch eine neue Funktion, die kommt. Auch hier ein kleiner Teaser. Ihr seht natürlich jetzt von den verschiedenen, muss ich anders sagen, ihr müsst bei jedem Swap und bei jeder Aktion auf der Maya Exchange diesen Access Wallet machen. Das heißt, es werden sehr, sehr viele Transaktionen generiert. Der Swap generiert 2 Transaktionen. Was haben wir alle gelernt? Je mehr Transaktionen auf der Elrond Blockchain, desto höher die Rewards. Also, Delegators be like, okay, je mehr hier stattfindet, desto mehr generiert ihr Rendite. So, wir unterschreiben das Ganze. Hier ist das Datenfeld noch mit drin. ESDT-Transfer mit den Contract-Daten und weiter. So, Wrapped eGold, WEGLD und wir machen den Tausch BUSD in eGold. Swap Transaction submitted. Ich sehe hier rechts unten die beiden Transaktionen, die stattfinden. Dauert ganz kurz. So, Tidius, du kommst zu spät. Alles verpasst. Also man kann das Fenster natürlich auch wegklicken und dabei noch was anderes machen. Das ist auch klar, aber für mich ist es wichtig, dass ihr alle versteht, so ein Swap löst 2 Transaktionen aus auf der Blockchain. Und jetzt kann sich jeder überlegen, wie viele Transaktionen das insgesamt dann auf der Elrond Blockchain generieren wird, wenn wir uns hier wirklich mit DeFi 2.0 auseinandersetzen. Oh, habe ich doch nicht genügend Geld. Reclaim, auch eine neue Funktion. Sehr gut, dass dieser Fehler passiert ist. Wenn eine Transaktion auf der Elrond Blockchain nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer, könnt ihr euer Geld zurückverlangen. Heißt, nicht wie auf allen anderen Blockchains dieser Welt verschwinden eure Token im Nirvana. Nein,
Ihr bekommt sie zurück. Ist jeder verstanden? Nächster Schritt. Also der Swap löst zwei Transaktionen aus. Liquidity. Liquidität zur Verfügung stellen, um LP-Tokens zu generieren. Löst vier Transaktionen aus. Auch hier im Infofeld. Die erste Transaktion, Wrapped E-Gold. Die zweite Transaktion ist, den ersten Token zu schicken. Die dritte Transaktion ist, den zweiten Token zu schicken, weil wir haben ja E-Gold BUSD, zwei verschiedene ESDT-Token. Und die vierte Transaktion ist der gebündelte EGLD BUSD LP-Token als Liquidität zur Verfügung zu stellen. Vier Transaktionen. Also, wir gehen davon aus, die Leute sind aktiv, jeder swappt täglich einmal, jeder stellt täglich einmal Liquidität zur Verfügung, jeder User macht täglich mindestens sechs Transaktionen. Plus, in seiner normalen Wallet claimt er noch seine Rewards und redelegiert sie, hat nochmal eine Transaktion. Wir haben im Moment 720.000 User. 720.000 User pro Tag, 8 Transaktionen, kann sich jeder ausrechnen, was da auf uns zukommt. Und dann haben wir noch die Farms. Ganz zum Schluss, das ist das, was ich heute früh schon angelegt habe. Hier nochmal die Übersicht, Stake Now to Earn Max, hätte ich vielleicht noch machen sollen, um das zu zeigen. Machen wir doch mal hier. Das ist genau das, was wir vorhin in verschiedenen Strategien gemacht haben. Ihr habt hier eben auch das Feld 16,66% pro Monat nach einem Jahr. Oder du lockst das Ganze. Ist nur eine Transaktion. Du kannst mal 500 hier, einfach nur, dass ihr das seht, was da passiert. Ich hoffe, es funktioniert, dass ich noch genügend E-Gold auf der DevNet Wallet habe, um auch die Transaktionen auszuführen, nicht, dass jetzt nochmal ein Fehler kommt. Aber ich habe jetzt nochmal 500, glaube ich, habe ich jetzt eingetippt, um hier meine Max zu staken in dieser Farm. Und ich habe hier E-Gold Max Farm angelegt, habe aber hier auch noch nichts gestaked, habe auch nicht mehr viel übrig, 0,77. Können wir mal 0,5 reingeben. Wir locken das Ganze auch wieder eine Transaktion. Ich muss auch hier wieder mein Passwort eingeben, um das Ganze zu bestätigen. Ist ausgeführt und in der dritten Farm habe ich das Gleiche. Kann ich auch staken? Kann ich nicht, weil ich nichts mehr habe. Aber ich habe hier genau heute Morgen schon 4,51 von den EGLD BUSD LP Token reingelegt, entspricht 1000 Dollar aktuell. Hier kann ich schon auf Harvest. So, das haben wir jetzt auf 9 Stunden 16,28 Max gebracht. Hier bestätige ich auch das Harvesten wieder mit einer Transaktion, zahle eine minimale Gebühr und bekomme die Rewards direkt auf meine Wallet zugestellt. So, die Transaktionen laufen alle durch. Ich kann mir hier nochmal meine Balances anschauen und auch hier sehe ich live, dass ein paar Transaktionen noch durchlaufen. Farm Stake Added. Ich kann mir das natürlich auch auf dem Explorer nochmal anschauen, wenn mich hier die Details interessieren. Enter Farm and Lock Rewards. Hier ist hier das Kommando im Datenfeld. ESDT NFT Transfer. Ihr seht vier Transaktionen in diesem einen Smart Contract, welche hier ausgeführt wird. Freut natürlich jeden Validator und Delegator, dass hier einiges passiert. So, die letzte Transaktion läuft noch durch. Meine Max haben sich erhöht und meine Farmen haben sich auch erhöht. Und das kann ich jetzt bis morgen wieder laufen lassen. Und wenn es jemanden interessiert, kann er mich gerne morgen fragen, wie viel denn aus meinen 10 Test-E-Gold von heute früh bis morgen, also nach 24 Stunden, wie viel daraus geworden ist. Das Ganze kann ich mir auch auf dem Explorer direkt nochmal anschauen. Heißt, das kennt sowieso jeder. Einfach nach der Adresse im Explorer suchen, sieht man die Balance, ist halt nur der DevNet
Explorer, ich habe die ESDT-Tokens, hier sind die Binance USD, eGold Max LP, die Max, die ich generiert habe und auch die Wrapped eGold, die ich noch zur Verfügung habe. Und dann gibt es eben auch im Stake die EGLD BUSD LP, das sind einmal die gelockten und einmal die ungelockten. Und ihr seht hier auch schon SFT, Semi-Fungible Token. Also für alle, die nochmal wissen wollen, SFT, NFT, wir haben darüber ja auch einiges schon gebracht. Die nächsten Tage wird es auch zum Thema NFT noch einige News von Istari geben. Und im Prinzip war es das schon. Analytics steht hier noch auf Coming Soon, kann ich euch noch nichts dazu sagen. Einstellungen, man kann hier voreinstellen. Wenn ich hier in den Swap gehe, ist hier voreingestellt bei mir eben 1. Ich kann das natürlich auch auf 0,1 setzen. Und wenn ich dann reingehe, steht es automatisch auf 0,1 oder beliebig. Das Ganze hat natürlich auch noch eine Nachtansicht, vielleicht für die Augen ein bisschen entspannter. Und ansonsten komme ich hier noch auf den Blog. Und für viele auch ganz interessant, es wird die Governance kommen. Staking Phase 4. Das bedeutet aber auch, dass dazu noch ein ordentliches Mainnet-Upgrade kommt. Von dem her immer schön mitverfolgen, wenn wir unsere Testnet und DevNet-Nodes aktualisieren, weil da auch immer wieder interessante Informationen mit verpackt sind, was wir denn aktuell gerade so durchspielen, durchtesten und einige Wochen später das Ganze dann auf dem Mainnet live geht. Wir haben jetzt auch einen Mainnet-Kandidaten quasi fast fertig. Kann also gut sein, dass wir nächste Woche ein Mainnet-Upgrade haben. Ansonsten würde ich die Präsentation jetzt beenden und ihr dürft mich mit Fragen löchern. Nicht alle auf einmal, bitte. Was denkst du, wenn man nur seine Max staked im Staking Pool und reinvestiert, ungefähr, kommen da 2-3x, sind die möglich in einem Jahr oder nicht? Alles andere wäre schwierig. Du denkst wirklich nur in 2-3x? Ja, ich muss konservativ rechnen. Finde ich gut. Dann rechne konservativ. Also Wolfgang, was du uns da gerade gezeigt hast, das geht runter wie Öl. Das kann nur explodieren. Vor allem nur die zwei Transaktionen und vor allem sind wir noch bei niemandem auf dem Schirm. Also wenn die Sache erstmal losgeht, Jesus Maria im Himmel. Ich freue mich jetzt schon. Ich kriege gerade Gänsehaut. Das ist richtig geil. Danke hierfür erstmal. Gerne. Sehr gerne. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich noch das Problem, beziehungsweise man muss es ja gar nicht als Problem sehen. Es ist ja unser aller Vorteil, dass wir so früh dabei sind und die Informationen jetzt schon alle haben. Und es geht um die Massenadoption. Rom wurde auch nie auf einen Tag erbaut. Wir haben täglich richtig, richtig coole News. Die Elrond-Jungs schlafen fast nicht seit über 3 Jahren, wachsen kontinuierlich, stellen Leute ein ohne Ende und bauen, bauen, bauen. Und das Gleiche ist auch bei den Staking-Providern so. Also wir haben ja auch von Anfang an gesagt, wir sind wirklich committed. Alles, was wir über die Gebühren reinbekommen, werden wir reinvestieren. Ich glaube, man hat das auch gesehen, dass wir uns schon ein bisschen verändert haben in den letzten Monaten, dass da einfach mehr kommt, qualitativ und auch quantitativ. Und das können wir halt auch nur, weil wir es jetzt finanzieren können. Ja? Das heißt, die Gebühren dienen wiederum der Community, weil wir euch das Ganze auch zurückgeben, indem wir Dinge aufbereiten, indem wir Dinge für euch wirklich ausarbeiten und vorbereiten, Videos machen, Tutorials, Screencasts, damit ihr eure Token noch leichter vermehren könnt. Und da haben wir jetzt noch gar nicht von eigenen Entwicklungen gesprochen. Ganz kurz, war das ein Max-Token geteilt durch 100, was der Preis vom EGLD circa sein könnte, dann, wenn er launcht?
Naja, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Also ich denke, dass es sich irgendwo da einpendeln wird, dass ein Max ungefähr ein Hundertstel, also 1% von Ü-Gold wert sein wird. Denke Preis ich. Das oder ist die schon mal geht. Marktkapitalisierung? Bitte? Die Marktkapitalisierung oder der Preis pro Stück? Du meinst bestimmt die Marktkapitalisierung, ne? Also ich denke Ne? eher den Preis. Also wenn es jetzt, keine Ahnung, $150 ist, dann ist es im Prozent sind $1,50. Weil wenn man das mal rechnet an sich selber, weil der, ich glaube, es gibt 1 Milliarde Max, ne, zum Anfang, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und wenn ich das jetzt mal so sehe, dann müsste ja die Marktkapitalisierung von Max bereits schon höher sein wie von E-Gold. Hanoi, 1%. Naja, gut, oder beziehungsweise wären wir da bei 1,2 Milliarden circa zum Nee, Start. eins, nein, 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 12 Millionen. Na, bei 1 Milliarde? Ich weiß jetzt gar nicht, was du rechnest. Wenn du jetzt sagst, 1% von E-Gold würde bedeuten, ein Max ist 1,2 Dollar, ja? Oder Genau. 1,5 Dollar, rechnen wir mal 1,5. Und Genau. du rechnest jetzt hoch quasi die Marktkapitalisierung, wir haben 1 Milliarde Stück. Richtig. Und So, das das wären ist eine 1 mit wie vielen Nullen? Weiß es jemand auswendig? neun. Da hat jemand Ahnung von Zahlen. So. Dann könnt ihr euch das ja ganz leicht ausrechnen. 1,5 Milliarden Marktkapitalisierung. Da Ja. brauche ich die Zahl nicht. Jesus Maria, das ist so Ich schreibe es viel. nur noch mal hier rein. 1,5 Milliarden. Ja, wir stehen aber doch jetzt aktuell mit Elrond nur bei 2,2 Milliarden. Genau. Euro. Euro. Also Boah. 2,5 Milliarden US-Dollar. Boah. Das ist echt Also, viel. ihr dürft euch da nicht, wie soll ich sagen? Der Maya Exchange kann bei weitem größer werden als Elrond. Definitiv. Ich hoffe trotzdem, dass da zum Anfang der Preis wesentlich tiefer ist, damit ich nämlich noch zukaufen kann. Weil ich habe zwar einige bekommen vom lieben Elrond-Team, kostenfrei für meine E-Gold, aber wie das halt eben immer so ist, ne? Man könnte das ja noch ein bisschen erweitern. Ja, wie mit allem. Man könnte sich auch einfach mal zurücklehnen. Das kann man dann Natürlich. später. Ja, weil wir besparen dieses Elrond schon seit so vielen Jahren und gehen auf Zahnfleisch. Irgendwann mal ist genug, Mike. Irgendwann Das mal ist stimmt. genug. Das stimmt. Ja, abwarten und Tee trinken. Also wir haben ja jetzt wirklich die Snapshots, die 12 Wochen gedauert haben. Da hat wirklich jeder ordentlich Max bekommen. Da waren ja die Faktoren für Woche 1, 2, 3, 4 extrem hoch und ist ja dann bis zur 12. Woche im Juli rein reduziert worden. Da ist richtig, richtig gut was rausgegangen und es geht ja weiter. Ja, also was wir jetzt in diesen ganzen Strategien ja auch durchgesprochen haben. Kurze Ihr Frage habt so, zwischendrin. So ein ja. Max-Token ist dann auch gleich bei Ledger dann auch verfügbar, in der Regel. Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Ja, du hast ja deine Elrond Wallet, die mit dem Ledger kompatibel ist und die Elrond Wallet hat ja dann den ESDT-Standard und alle ESDT-Token, die du quasi auf deiner Elrond Ledger Wallet hast, sind dort auch kompatibel. Klar. Ja, macht Sinn, klar, natürlich, ja. Okay, danke. Auch die BUSD, also du kannst dann auch auf der Elrond-Blockchain deine Stablecoins mit dem Ledger absichern. Ja, und sag mal, der BUSD, solange der auf der Maya Exchange läuft, macht er unsere Transaktionen. Das hat nicht mit oder ganz Binance. Nein, das ist jetzt zu weit hergeholt, oder? Das ist zu weit hergeholt, wäre wünschenswert. Also, ich habe es gerade vorhin schon erwähnt, der ESDT-Token-Standard von Elrond wird auf Binance integriert. Das wird definitiv kommen. Und Und Binance wird auch nochmal neu ins Staking einsteigen. Ja, die okay, waren ja und schon mal dabei, waren dann sehr inaktiv. Da wird schon nochmal mehr kommen. okay, und ich als Kunde bei Binance zum Beispiel darf mir den ESD-Token nehmen, weil der viel kostengünstiger ist, oder? Naja, es ist ja im Prinzip jetzt auch schon so, wenn du auf Binance einen Account hast oder auf einer anderen Exchange und du willst diesen Token transferieren,
wirst du ja gefragt, willst du ihn auf der Ethereum-Chain oder auf der Binance-Chain transferieren oder willst du einen nativen E-Gold transferieren, also auf der Elon-Blockchain. Und die Auswahl wirst du dann haben. Und du wirst dann bei Binance, wenn du BUSD auf Binance hältst, wirst du ebenso gefragt werden, willst du ihn als Binance Smart Chain Token verschicken oder willst du ihn als ESDT Token verschicken, weil du ihn zum Beispiel auf die Maya Exchange bringen willst. Ja, ja, das macht Sinn. Das ist genau dasselbe Szenario, wie wir früher vor 3 Jahren immer in XRP in Ripple getauscht haben, weil das günstiger war. Das war damals einfach der günstigere Weg. Raus! Ja, das wiederholt sich jetzt, bloß dass wir jetzt absahen, versteht ihr? Ja. Ja. Gut möglich. Ich war nie auf Ripple, ich kann da zum Glück nicht mitreden. Ja, ich weiß, aber beziehungsweise ich weiß es nicht, aber Tatsache ist, damals früher hat man in Ripple getauscht, damit das war damals der günstigste Weg. Und wenn jemand, egal, seien es nur 2 Euro sparen kann, wenn er auf den ESDT-Token greift, dann macht er das. Ja, also ich habe auch die Erfahrung schon gemacht, dass viele Firmen, mit denen wir auch Kontakt haben, die sind da teilweise immer noch extrem stur. Die sagen, okay, wir wollen unseren USDT, den du uns schickst oder wir dir schicken, wir wollen den auf der Ethereum-Chain schicken und nicht auf Tron beispielsweise, obwohl es viel, viel günstiger wäre. Ja. Mein Gott, das ist, du wirst einen Bitcoin-Maximalisten auch nicht überzeugen. Ja, aber ja, wir sind ja alles keine Missionare, sondern wir sind Fans von Elrond und wir sind überzeugt von der Technologie. Und wer nicht will, der hat schon. Ja, sag mal, wie wird der ESDT-Token gedeckelt sein? Also die Sicherung, die Grundsicherung. Was wird dann Kapital genommen von der Marktkapitalisierung von uns? Oder wird das gedeckelt mit, keine Ahnung, nehmen Sie sich irgendwo 100 Milliarden her und sagen, der ist jetzt gesichert mit 100 Milliarden? Wie läuft das ab? Das darfst du jetzt nicht ganz verwechseln. ESDT heißt ja Elrond Standard Digital Token. Das heißt, jede Person weltweit, jede Firma kann seinen eigenen ESDT-Token erstellen. Das heißt nur, dass du einen eigenen Token auf der Elrond-Chain mit den Elrond-Blockchain-Standards erstellst. Nichts anderes heißt es. Und das kannst du auch aktuell schon testen. Aha. Kannst deinen ESDT-Token erstellen auf dem Testnet und auch auf dem DevNet und kannst dann festlegen, kann man vom Token Supply burnen, kann man den Token, gewissen Token Supply einfrieren. Diese ganzen Funktionalitäten, die ein Token haben kann, das ist ja wichtig für neue Projekte, die ihre eigenen Token rausbringen. Ja? Ein Launchpad-Projekt, das jetzt sagt, okay, wir wollen in unserem Projekt 100 Millionen Token zur Verfügung stellen. Davon geben wir 5% im Private Sale raus, davon geben wir 5% im Public Sale raus, 10% behalten wir als Company Treasury und so weiter und so fort. Das kann ich ja dann alles festlegen. Verstehe. Okay, vielen Dank. Willkommen in der Elrond ICO-Blase. Ja, ICO ist ein bisschen weit her. 2017, gute Zeit. Ja, wird vielleicht auch ein Revival geben. Ist ja wieder über 3 Jahre her. Aber der Ansturm ist extrem groß. Ich kann euch sagen, dass die Private Sales der Launchpad-Projekte alle oversubscribed sind. Also von privaten, von konstitutionellen Investoren, von Venture Capital Firmen, von Partnern, die in die Launchpad-Projekte schon im Private Sale investieren, die wollen alle viel, viel mehr Geld in diese Projekte reinpumpen, als die Projekte eigentlich dafür vorgesehen haben. Was sagt uns das? Es ist sehr, sehr viel Geld im Markt aktuell frei und jeder will investieren. Bedeutet, wir sind im Bullmarkt. Habe ich jetzt gerade Audioprobleme? Genau. Eine Frage habe ich zu den Strategien. Habt ihr die festgelegt oder sind die von Elrond weltweit rausgeschickt worden? Die Strategien haben
Elrond Warrior und die Elrond Trader Community aufgestellt. Natürlich kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er diese Strategien abwandeln möchte. Weil ich denke da natürlich weiter, weil ich sag mal, in Deutschland hast du einfach das Problem mit den Pools. Und daraufhin müsste man halt eben eine Strategie sich überlegen, wie man mit dem reinen Max-Staking hier, ja, wo man da einfach mit am meisten dann partizipiert, wie man das am Ende anstellt. Ja. Na klar, also es wird Pools geben ohne Ende. Ja, also ich weiß von vielen, der José von Palm Tree hat es auch erzählt, der macht extrem viel mit Moonlorian. Das ist auch eine Entwicklerbude. Die werden einige eigene Pools zur Verfügung stellen, um so auch ihre eigenen Projekte zu finanzieren und ihnen Investitionsmöglichkeiten zu bieten für ihre Kunden. Ja? Und das kann ja im Prinzip jeder für sich selbst entscheiden. Es ist Decentralized Finance. Jeder kann, keiner muss. Es gibt extrem viele Möglichkeiten für Firmen, für Privatinvestoren, um Geld zu entsprechend hohen Renditen anzulegen. Und das wird nicht alles von Elrond kommen. Elrond liefert wie immer die Basis und jeder kann darauf aufbauen. Für jeden zugänglich, einfach, sicher, schnell. Nur das schafft die Massenadoption, die wir alle brauchen. Und daran wird täglich gearbeitet. Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Hast du schon einen Termin? Weißt du, in welche Richtung das Ganze geht? Du hast vorhin von 2 Wochen gesprochen. Wird es das DevNet noch geben? Beziehungsweise diesen Test auf den DevNet? Nein, stimmt so nicht ganz. Ich habe vorhin gesagt, 14 Tage, 12 bis 14 Tage vor dem Launch wird es eine Ankündigung geben, damit jeder die Möglichkeit hat, die 10 Tage Unbonding-Frist noch zu schaffen. Heißt, jeder soll die Möglichkeit haben, seinen E-Gold-Stake aus dem Staking rauszunehmen, um dann auf der Maya Exchange seine Liquidität zur Verfügung stellen kann. Wir haben jetzt Freitag, den 27. August. Ich rechne damit, dass das Announcement in den nächsten 2 bis 3 Wochen kommen wird. Vielleicht auch ein bisschen eher. Und das würde wiederum bedeuten, dass der E-Gold-Stake dann natürlich prozentual auch wieder wächst, beziehungsweise von der APR oder APY. Das für denjenigen, der natürlich im Staking bleibt, bedeutet das, dass sich das Top-Up reduziert bei den Staking-Providern und dadurch sich genau. Die Rendite aufs Jahr wieder erhöht. Korrekt. Goldene Zeiten kommen. Egal, was man tut, ne? Also, ganz kurz, wenn ich das richtig verstanden habe, die E-Gold, die gestaked sind, die kannst du auch weiterhin gestaked lassen, wenn du Bock hast. Bloß wenn du da in den Pool Geld packen willst, kannst du sie unstaken. Genau. Genau. Du darfst da nicht vergessen, du bekommst da keine E-Gold als Rewards, du bekommst da Max als Rewards. Die kannst du natürlich in E-Gold wieder tauschen. Das kommt dann immer aufs Verhältnis drauf an. Aber wenn du weiter E-Golds produzieren willst, müsste man, oder gibt ist nur die einzigste Möglichkeit oder die einzige Möglichkeit, in dem E-Gold-Staking zu bleiben. Beziehungsweise dann über den Max dann E-Gold zuzukaufen. Aber wenn das jeder macht, dann steigt der E-Gold-Preis und sinkt der Max-Preis. Okay. So, 1,5 Stunden haben wir jetzt durch. Wenn keine Fragen mehr sind oder ihr lasst euch das alles nochmal durch den Kopf gehen, wie gesagt, für eure Wiederholung, schaut auf die Slides. Ihr habt den Link zum Tweet im Elrond Deutschland Kanal. Schaut euch die Slides durch, macht euch eine DevNet Wallet, probiert es aus, holt euch Testnet Tokens, die XEGLD über das Foreset. Ist wirklich alles einfach zu machen. Lasst es ein paar Tage laufen, probiert die Swaps aus, probiert die Farms aus, was man da alles machen kann. Wenn was nicht funktioniert, es ist
DevNet. Ja, ihr könnt das alles resetten und nochmal neu anfangen, um auch die verschiedenen Strategien durchzuspielen. Tut es einfach, weil wenn das Ding live geht, dann geht es nur noch mit dem echten Geld. Und dann ist das ein bisschen was anderes. Eine Frage habe ich noch. Wirst du die Max auch in deiner Elrond Wallet direkt sehen oder nur in der Maya Exchange? Ich bin schwer enttäuscht, du hast nicht aufgepasst. Ich frage für einen Freund. Nein, natürlich wirst du die sehen. Ich habe ja vorhin zweimal erwähnt, dass die Web Wallet und auch die Maya-App ein Update bekommt, dass man alle ESDTs und auch NFTs und SFTs dort sichtbar hat. Mhm. Es wird alles kommen. Okay. Also Luis, das bitte rausschneiden, meine Frage jetzt. Ich habe den Ruf zu verlieren. Nee, kein Problem. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut hier. Es ist 7:30. Jetzt haben wir 1,5 Stunden zugebracht. Bei Fragen einfach in Telegram anschreiben. Es ist immer jemand vom Team verfügbar. Ihr könnt uns natürlich auch im Mystari-Kanal direkt kontaktieren, wenn Fragen sind. Und testet das fleißig durch. Schaut auf Twitter nochmal unseren Contest an, wenn jemand Bock hat auf das Untold Festival zu gehen. Gibt es Tickets zu gewinnen? Gut, dann verabschiede ich mich und euch einen schönen Abend. Jawohl, euch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Wir hören uns. Tschüss. Schönen Abend. Ja. Tschüss.